Ja, und zwar tanzt den jetzt Paar 08 und die haben sich mit ihrem Song hoffentlich auch möglichst schnell angefreundet. Hier sind Giorgi Macasaria und Maria Santner mit ihrem Jitterbug. Von Anfang sagt, 30 Minuten ist zu lang. Wir hätten es stressiger machen müssen. Vielen Dank. Wie war es jetzt für euch? Sehr entspannt. Wir haben dazwischen nur einen Cocktail getrunken. Nein, es war natürlich Stress pur. Der Georg ist mir fast verzweifelt, aber ernsthaft? Es hat funktioniert. Warum? Was war los? Schiff, doch. Ja, na eh, wir müssen eh nochmal aufwischen. Nach dir, nachwischen. Hat es Spaß gemacht? Wow, sensationell. Extrem cool. Wie viel ist von deiner Choreografie jetzt mit dabei gewesen? Auch wieder mitgearbeitet? Da habe ich ein paar Übergänge anbieten dürfen. Ja. Ja. Aber es sind nur wenige drin geblieben. Schönes Angebot, nein. Ja. So ungefähr, gell? Du hast aber großartige Unterstützung im Publikum, ja. Ich habe es nämlich gerade entdeckt. Für dich heute Abend da, um laut zu applaudieren und vor allem zu schreien, ist Natalia Uschakova. Woher kennt ihr euch? Ich habe die Ehre gehabt, mit Natalia zu arbeiten, zusammen, und so haben wir uns kennengelernt. Und dann wart ihr in der Russendisco und seitdem seid ihr Freunde. Gemeinsam Karaoke singen mit Macasari und Uschakova. Da wäre ich gern dabei. Die russische Mafia. Das ist ein guter Einwand, Natalia, bevor wir die Jury befragen. Thomas, schon mal von der russischen Mafia gehört? Noch nie. Was soll das sein? Aber ist sowieso keine Sorge, russische Mafia, es kommen ja nur positive Kommentare von der Jury, glaube ich. Oder bis jetzt bis haben wir noch nie was anderes gehört. Und das, was wir gerade gesehen haben, wird auch nichts anderes bringen. Es war wieder dieser tolle Unterhaltungsfaktor, der da noch mitkommt. Nicht nur, dass der Tanz wirklich sehr schwungvoll und dynamisch getanzt wird, sondern dazu kommt noch all das andere, die ganze Mimik und diese unglaubliche Vergnügen, das da mittransportiert wird. Toll. Dem Hannes geht ja auch nichts auf dem Parkett. Ja. Es hat Spaß gemacht zuzusehen. Es war ein kreatives Programm. Ich muss sagen, deine gnadenlosen Stunden haben sich bezahlt gemacht, Maria. Danke. Die Früchte hat man heute gesehen. Gut gemacht. Danke. So, jetzt drückt mal die Daumen, dass das Publikum das genauso sieht. Danke, Georgi. Danke. Maria. Ja,
Sie haben jetzt wirklich alles getan, um ins Finale zu kommen. Auch diese beiden. Es liegt an Ihnen zu Hause. 09010, 59, 0908. Es ist, du hast jetzt so wenig gefordert, schau dir das an. Da springt einer. Also, Georg, ich weiß es, ich kann mich erinnern an die Anfänge. Es hat ja etliche gegeben, die haben dir das nicht zugetraut. Und die endgültige Demütigung für alle, die jemals an dir gezweifelt haben, wäre ja ein Platzerl im Finale. Und auch ihr müsst euch ja bis zum jetzigen Zeitpunkt schon einen Showtanz ausgedacht haben. Was wird man denn versäumen, wenn man den nicht sehen würde? Sehr viel. Wir sind für Finale bereit. Ja, quasi final ready. Ja, und was wir im Finale bringen würden, ist es eine Mischung aus dem, wo ich herkomme und das, wo ich hingekommen bin. Weißt du, es beginnt mit... Das kann man jetzt auslegen. Ja. Du kannst seinen Bogen vom Osten nach Westen. Ja? Es beginnt mit einer schwermütigen russischen Melodie, die dann in eine irrsinnig tanzbare, sehr bekannte für alle Melodie übergeht. Die tanzen wir. Die tanzen wir à la Charleston. Also wir tanzen dürfen das warten, oder schon? Wir tanzen sie à la Charleston mit russischen Kasachok-Elementen. Ja. Mhm. Mhm. Und tief und volle Energie und volle Dynamik. Genau, dann gibt's einen Übergang in ein in Rock'n'Roll, Jive. Ja? Ja. Das ist eben, das steht für Westen. Ja? Und, und dann noch sehr viele Überraschungen. Naja, ich meine, das klingt ja so, als ob ihr euch das Ganze bei ein paar Wodkas ausgedacht habt. Schauen wir mal, ob euch jetzt... Es wird was Russisches. Es wird schon was Russisches sein. Mit den russischen Einflüssen. Ja, dann schauen wir jetzt, ob euch von der Scheria sibirische Kälte entgegenweht oder ob es ein paar wärmende Punkt-Plus-Punkte gibt. Also, bitte. 37 Punkte gab es für den Cha-Cha-Cha. Ja, ich bin ja optimistisch. Thomas. 9 Punkte für den amerikanisch-russischen Tanz. Nicole. Es war etwas gemütlicher, trotzdem cool. 8 Punkte. Balazs. Locker lustig, wie es gehört. 8. Und Hannes. Eine 9. 34 Punkte. Super. Cool. Also, da kannst du jetzt nicht klagen. Setzt euch nieder, entspannt euch, ein paar sitzen schon dort.